Good morning in the morning, liebe Männers. Guten Morgen, ihr Morgen. zwei. Hast du nicht ausgeschlafen, Johnny? Nicht wirklich. Hat gestern wieder zu viel gesoffen? Meine Fresse, Er immer hat gemeint, er selbmütig. muss die Whiskyflasche noch leer machen. Ja, aber du hast ihm geholfen, ja? War nur noch die Hälfte drinne. Heute Ernte vom Haferfeld. Macht ihr wieder wie gestern? Jo, Wie kann man im machen, ja. Juli, dann würde ich mich weiter um das Stroh abfahren kümmern. Ich kümmere mich noch kurz um die Walze. Jo. Ah, der Terry muss seinen Zaustall hier auf dem Hof noch aufräumen. Ja, jetzt ist erstmal die Hand wichtiger. So, hier, genau, Haferfeld. Ach, da wollte man ja auch gucken wegen Unkraut. Das sieht sehr gut aus. Das heißt Unkraut partiell, aber ich sehe es hier echt. Na, ah, doch, ein bisschen Unkraut wächst schon. Okay. Heißt, wir hätten vielleicht doch mit der Düngespritze drüber knattern sollen. Ich glaub's nicht. Jetzt hat der Lohnunternehmer einfach hier seinen Kaffee stehen lassen. Jetzt erstens riecht der Träger nur nach Kaffee. Und zweitens hab ich hier jetzt einen kalten Kaffee drin. Igitt, wie kann man nur Kaffee trinken? Alter, Kaffee macht schön. Du musst wissen. Trink ihn. Nee, lieber nicht. Ich hab schon viel gesoffen, es bringt trotzdem nichts. Ich bin schön genug. Nur hier wächst auch schon wieder das Unkraut. Meine Frise. Also ja, wir müssen uns überlegen, ob man nicht doch eine Düngespritze anschafft. Und dafür den Striegel wegballert. Können wir quasi der letzten Wachstumsstufe einmal mit der Düngespritze drüber und dann hat sich das. Oh. Ist zwar nicht hier die gute alte Bio-Art, aber who cares? Who cares? Jo. Ich habe angefangen zu ernten, gell? Abfahrer steht bereit. Du warst träumst nachts. Wie weit sind wir denn mit der Wartung? Eigentlich, also ich habe jetzt alles gewartet, was über 20% ist. Komm, wir können auch alles durchwarten, oder? Ja gut, jetzt muss er erstmal abfahren. Rest soll dann später warten. Ja gut, jetzt ja, Also aber. ich find's eh unnötig, wenn es jetzt 3-4% hat. Ja, Also dann haben die nicht. meisten. Aber unter 90 würde ich jetzt alles durchwarten. Was 90? Ja. Unter 90. Ach so, ja, jetzt weiß ich, wie du meinst. Ich hab gesagt, lass die Whiskyflasche stehen. Dass ihr euch da immer selber überbieten müsst. Ihr Holzköpfe. Ja. Er kann es halt einfach noch nicht so wie ich. Ja. Jetzt mal eine doofe Frage. Den Lindner oder den Fendt? Johnny Boy. Der tut Walzen. Dann mach's mit dem Lindner. Mit dem Johnny hast, mit dem Fendt hast natürlich weniger Grip aufgrund der Pflegebereifung.
Oh, ich gehe jetzt erstmal in die Bäckerei und hole mir ein frisches Brot. Bring uns mit für mich, bitte. Oh, lecker. Das sieht so lecker aus, das Brot. Tja, haben sie gut gemacht, die Bäcker hier. Kommen wir mal, glaube ich, langsam voran, oder? Auch finanziell mal ein bisschen aufs Konto, mal wieder schön Kohle drauf, du. Das wäre jetzt mal wieder notwendig. Mein Lambo kommt immer näher. Ja, in die Schrottpresse. Schau du lieber mal zu, dass du gescheit erntest hier. Freundchen. Erstmal kommen andere Sachen jetzt. Ernten zum Beispiel. Johnny, fährst du den Hafer dann gleich hoch in die Mühle? Ja, mache ich. Also genau, ihr habt recht. Vom Lambo kommt erstmal Bugatti. Bugatti. Habe ich euch eigentlich schon Nicht so mal gut, ey. die Geschichte von Riesige Lamborghini Fuchser. erzählt? Wieso baut Lamborghini eigentlich so geile, schnelle Autos? Weil sie es können. Der Enzo Ferrari, Gründer von Ferrari, hat zu Lamborghini gesagt: Deine Trecker, das baut er ja ursprünglich, sind Mist. Eine geile Firma kann nur geile Karren bauen und du nicht. Und daraufhin hat der Giovanni, hieß er glaube ich, Lamborghini gesagt: Alles klar, dir zeige ich's, alter Sack. Ja, mit Erfolg, Ja, sage ich jetzt durchaus. mal. Durchaus. Bei der Runterfahrt bitte abtanken. Was ist abtanken? Ich kenne hier nur Stroh einsammeln. Moment, ich muss kurz das Tempomat runterstellen. Oh. Jetzt kommt mir gerade, ich habe ja auch noch das zweite Feld mit Strohschwaden. Ja. Felder müssen wir auch noch bestellen, dann wieder. Ja gut, da haben wir Zeit. Bis im. Ja, das steht halt schon hinten dran, das meine ich. Ja klar, aber das darf dann ein anderer machen. Die Gruberei kann mich jetzt immer. Ich warte jetzt eher drauf, wann wir endlich unsere Zuckermaschinen einführen. Kalkulieren. So. Kaufmann in mir sagt, Produktionen müssen voll ausgelastet sein. Und die Käserei ist nur zu einem Drittel ausgelastet und die Bäckerei nur zur Hälfte. Und alles, was fehlt, ist der Zucker. Wie geht's eigentlich unseren Kühen? Dank Fütterungsroboter müsste es eigentlich ganz gut gehen. Haben wir schon Brot? Ja, eine Palette steht schon draußen. Geil. Alter, nimmt er mir einfach die Vorrat. Wohl in mich reingekrascht. Die Schweinebacke hole ich mir. Mach ihn fertig. Ach, bin leider nicht schnell genug. Ich tänz, mir ist vorhin auch voll einer reingedonnert. Dann Dann ist er einfach abgehauen. Drive-by-Shooting machen.
freue mich schon auf die Zeiten, wenn wir irgendwann so viel Frucht haben, dass alle vier Fruchtsorten gleichzeitig in der Mühle bearbeitet werden. Das wär's. Hier, komm, mach mal Rohr auf. Und sieht doch gar nicht. Ja doch. Da kann ich gleich hochfahren mit mehr. Ja, wie viel geht rein? Wie viel kriegst du in den Hänger? Hallo? Mein Funk ist weg. Hallo, hört mich jemand? Ja, wir hören dich. Der Terry fragt, wie viel Stoff du in deine Pfeife kriegst, wie viel Frucht in deinen Hänger. Lange will der noch wegbleiben jetzt? Ja, du hörst uns immer noch nicht. Jetzt, hallo. Ja. Ja, wir hören dich. Ja, mein Funk war gerade weg. Das haben wir gemerkt. Wie viel geht in deinen Hänger rein mit Hafer? Wie viel reingeht, keine Ahnung. Er ist nicht voll. Keine Ahnung, jetzt bist du schon viermal hin und her gefahren und weißt immer noch nicht, wie viel in deinen Hänger geht. Das sind die Drogen. Nein. Weil er noch nie voll war. Aber ob da schon hin und her gefahren? Also hochfahren solltest du eigentlich schon voll, gell? Jetzt bringst du es erst ins Silo und wir fahren es dann später hoch. Genau, richtig. Eben. Was wie will? Mein Funk war gerade doch mal weg. Bitte? Mein Funk war gerade wieder weg. Das erinnert Ich mich habe gesagt, jetzt. du sollst voll hochfahren, nicht irgendwie nur mit 80% oder sonst irgendwas. Und mit voll Das. meint er nicht dich, sondern den Hänger. Ja. Oh, schade. Das heißt, du bringst erstmal die Sachen ins Silo und machst dann nachher Silo, der LKW voll und fahrst dann hoch. Ui. Geht seinem Ja, Funk? jetzt ist eh schon zu spät. Bin fast da. Was da? Ich komme die Hälfte gefahren. Ja. Immer Ich bin fast da. Ich habe Interpretationssache. schon den, ich habe schon die Tür Ich aufgemacht. bin schon auf der Straße. Ja. Wie viel Prozent hast du denn? 65. Oh. Dann wird's Zeit, dass es vorwärts geht. Ich hab's gleich. Unvorstellbar. Supi. Ja. Seit anderthalb Tagen sitze ich hier im Cockpit und mache nichts anderes als Stroh einsammeln. Weißt du, was klug ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Halt die 7, Schnauze, ich will es 8, gar nicht wissen. 9, 10, 11. Hier steht 11 rein. 12. Ich zitiere, ich will es gar nicht wissen. Bei Mehl haben wir wieder keinen Platz. Ja, dann müssen wir es holen. Ist kein internes Lager raus. Doch, Also doch, 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 bestimmt doch. schon, aber draußen haben sie schon alles vollgestellt. Ja, das ist ja okay. Ja, Leute, wisst ihr, was ich geil finde? Wir sind hier richtig Arbeitgeber. Bäckerei, Getreidemühle, Käserei. Ich will eigentlich nur noch Ja. die Zuckerfabrik.
Mit dem Scheiß-Zucker. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir Zucker machen sollten? Ja, dafür brauchen wir aber ordentlich Kohle. Und da machen wir keine Vierlefanz-Scheiß mit irgendwelchen, wir kaufen mal das einfach mal, wir kaufen mal das einfach. Und dann wird richtig eingekauft. Und dann wird das richtige Feld dazu gekauft. Oh Gott, was hast du vor? Ja. Was haben wir vor? Ich habe gedacht, wirst Zucker nehmen wir da eins von den Feldern beim Hof. Nee. Da Jetzt bist du ja wird 3 Jahre lang am zurückgemacht. Zucker ernten. Wenn wir Arbeitgeber sein wollen, dann können wir ja Leute einstellen, die das ja machen. Fuck. Da jetzt stand da einfach so ein scheiß Geländewagen an der Straßenseite und ich nicht ausgewichen, als ich gekommen bin. Also manche Kurven kann ich nur driftend nehmen bei Vollgas. Geht nicht anders. Ja, also beim Lindner kann man die Höchstgeschwindigkeit nicht Vollgas nennen. Was? Beim Lindner kann man die Höchstgeschwindigkeit nicht Vollgas nennen. Doch, eigentlich schon. Nicht wirklich, nee. Weil es zu langsam ist. Zumindest Dann fühlt fährt sie sich so aber an. trotzdem Vollgas, oder? Ja, schon, aber Vollgas hört sich richtig schnell an und so. Und das ist es nicht wirklich. Fertig. Ja, ich komme. Oh, ich brauche. Ach, der Strompreis bricht ein. Und im 200 Silo Euro müsste auch noch weniger. sein. Ja? Hafer. Okay. Kann ich auch mit reinladen und dann hochfahren. Oder dreimal fahren. Ja, die Erntemaschine hat ihren Job wieder gemacht für dieses Jahr. Können wir gerade noch mal warten. Tanken müssen wir sie vor allen Dingen mal. Oh Gott, wir haben noch kein Geld. Oh nein, da gibt es einen Truck im Angebot. Echt? Und einen Tierhänger. Aber wir haben kein Ui. Geld. Ja. Käse und Butter stehen auch noch draußen. Können wir auch noch holen. Ja, das habe ich mitbekommen, der Vierhänger und der LKW ist von Franz Viehbauer. Der hat jetzt ein bisschen, der hat jetzt verkauft ganz, ganz viel. Er hat gesagt, er will ein bisschen weniger machen, vor allem zu viel. Deswegen hat er jetzt ein bisschen was verkauft, da muss er nicht mehr so viel machen. Hast du das Ich glaube gestern am nicht. Stammtisch gehört, oder was? Ja, das ist Gesprächsthema gewesen dann. Du und deine Saufkumpanen. Och nee, ich bin so doof. Scheiße. Gebe ich dir recht. Was ist? Ich habe gerade unsere Kreditkarte durchgezogen. Ach du fuck. Muss ich noch mehr Stroh verkaufen gehen? Bin ich froh, wenn das scheiß Stroh weg ist. Oh, da fänden müssen wir auch mal tanken. Das wird auch nicht ganz günstig. Und da fehlen auch schon wieder 10% bei der Wartung. Ja.
Uiuiui. Wie geht denn das? Also wenn man zu wild um die Kurve fährt, wen schmeißt meinst? Das Schneidewerk runter. Ja, aber dann muss man kurz warten und dann kommen ganz nette Leute und ja, laden. Wenn man es merkt schon, aber wenn man halt drin sitzt, nicht. Ich glaube, dann muss man zurückfahren. Und dann dürfen die einem, glaube ich, trotzdem. Das glaube ich weniger. Sind ganz nette Leute in der Nachbarschaft. Das glaube ich weniger. Das sind halt die vom Falle. Obwohl der nicht so gute Erfahrungen gemacht hat mit Lindnerfahrern. Mit dir. Nee, mit Lindnerfahrern. Mit dir. Mit Lindnerfahrern. Mit dir. Oh nein. Es freut mich jetzt aber, dass mein Weg nur noch halb so lang ist. Und die Stränge sind kürzer. Alter. So, jetzt, wo sind wir? Elm Creek, immer noch. Ach was, was brauchen, was muss man jetzt machen? Ansonsten kümmere ich mich hier um die Paletten. Mehl abholen und Käse, Butter noch, weil Käse und Käse verkaufen wir morgen. Stopp. Wo ist der Lindner? Den habe ich gerade. Oder Johnny Boy. Wo ist der Johnny? Der hat die Walze am Bubis. Walzt der immer noch? Nee. Ja, weiß ich nicht. Nee, der dürfte schon lang fertig sein. Wir haben noch irgendwelche Düngeraufträge. Ah ja. Da, Feld 75. Wer schickt einen Fendt hin? Ja, ich mach. Oh, schon wieder. Das gleiche Feld wie vorher. Und ab geht die wilde Fahrt. €17 Lohnkosten. Zum Glück. Und die ganze Scheiße noch selber machen müssen. Wo kommen wir denn da hin? Ja, eben. Wir brauchen jetzt einfach ein paar Angestellte, ja. Vielleicht wäre das ja mal was, wenn wir noch ein paar Leute anrufen würden, die uns vielleicht mal irgendwann mal helfen. Du kennst dich hier besser aus. Also was war jetzt zur Bäckerei? Nee, zur Mühlebäcker, Mehl holen. Ja. Alter, der Johnny muss auch getankt werden, der ist fast leer. Mhm. Raut mal der Fendt. Nachdem ich jetzt hier irgendwie auf dem Bunkerdach gelandet bin. Upsala, wir sind schon wieder unten.
Alles gut. Peace out. Oh, Johnny Boy. Oh, Johnny Boy. Aha. Oh, uff. Warte, die Einfahrt. Vor lauter Singen. Langsam werden die Betriebskosten extrem hoch. Wie meinst du? Oh nein. Oh nein, hatte ich gesagt. Schau mal, Terry, du tankst schon, das Geld wird mehr. Ist ja geil. 723 Euro getankt. Alter Falter. Ich wette mit dir, ich kann das mit dem Pent nachher überbieten. Ja, wahrscheinlich. Na gut, er hatte jetzt auch noch ein bisschen was drin. So, ich weiß ja nicht, was das jetzt war. Ein Fünftel oder so. Oder ein Sechstel. Ne, ein Sechstel, ja doch. Wie viele Stunden hat er schon dir? 15,2. Ah, ich habe 16,1. Das ist schon eine gute Anschaffung. Dafür sieht Johnny schlechter aus. Ja, das tut er ab Werk. Vom Lacker, ja. Ey, also, ich finde, der Fendt sieht schon geil aus, ganz ehrlich. Der Johnny mit der Nase sieht auch nicht schlecht aus, ja, aber der Fendt sieht nochmal eine Spur. Können wir den Johnny schneller muten? Kaufen jetzt nichts, überhaupt nicht. Nein, es wird Die nichts gekauft. Maschinen bleiben jetzt. Diese auseinanderbrechen. Wir haben nur überall Verluste. Und dann kommt jetzt eher ein großer Trecker her. Ja, ich guck mich mal um. Statt im John Deere. Wer weiß? Ne, drei große Träger wären eigentlich schon geil. Ein richtiger Ami wäre mal geil. Zum Beispiel. Von dir. Ein Fendt. Wie groß muss er sein? Ja, in der Kategorie vom Fan. Also 350 PS sollte er schon haben. Mindestens. Mindestens. Eher drüber. Und. Ah, ich hab keinen. Ja, eigentlich sucht sich der Terry dann einen aus. John Deere Steiner, meiner ist der Fendt und dann kriegt der Terry noch einen. Dann wäre ich sogar für einen Fendt. Was ist mit dem Fendt? Was? 57 oder was? Für einen. Nein, nein. Was? 57? Hä? Der Fendt 57er. Nee. Also. Ein Fendt ist ja schön. Das ist ja der beste Fendt für dich. Das ist mein Lieblingsfendt. Allein schon vom Aussehen her. The Black Beauty. Ja. Da würde ich sagen, okay, bin ich dabei. Aber nur mit Großzügig. schwarzen Felgen. Mit schwarzen Felgen. Ja. Was siehst du denn in der Nacht gar nicht? Das ist ja eben. Ach, das ist der Sinn der Sache. Ja, natürlich. So. Schickt jemand den Düngemensch aufs Feld 7? Ja, Feld 12. mache ich. Feld 12, sorry. Alter, mit Zwillingsbereifung sieht ja auch Was sind echt. 12? Da links oben, irgendwo. Beim Viehhändler. 10, 11, nö. Ah, klar, rechts oben, ne, rechts oben. Na, dann ist das Was? schon weiter. Haben ihn geschickt. Danke dir. Bringen wir da 20.000 runter. 20.000 Liter Mehl. 20.000 Liter Mehl. Ja. Wie viel haben wir jetzt noch in der Bäckerei drin und so? 16.000. Oh, okay. Also die nächste Ladung Mehl verkaufen dann eher. Und ein bisschen Geld reinkriegen. Da muss man mal wieder flüssig sein, ja.
Ja, geil. Jungs, bin stolz auf euch. Läuft langsam. Ja. Ja, vor allem Brot können wir dann auch mal noch. Weiß gar nicht, wie da die Preissituation ist. Ah, Honig. Mensch. Terry, dein Job. Honig engagen. Okay, machen wir. Aber ist egal, wo wir Honig machen, weil wir haben ja keine Felder, Feld, die wir. Aber wir müssen mal noch Mittagspause machen. Magen knurrt. Komm gerade mit dem Bäcker noch vorbei. Bei ihrem Hof vorbei. Könnt mal kurz was essen. Seid am Hof oder wo seid ihr? Ich bin auf dem Feld Stroh einsammeln. Ich esse nur Waschbrot so. Hier. Na gut, okay. Also, ein gutes Mittägli. Ja, ebenfalls. Geh, Mahlzeit, Jungs, Mahlzeit. Ich mach mir jetzt Rührei. Mit unseren Eiern. Ja, natürlich. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert uns und schreibt gerne in die Kommentare. Vielen Dank, bis bald.